Ihr entscheidet, wie sie landen soll. Face down oder lieber face up. Der Zuschauer wählt eine Karte aus, zum Beispiel diese hier. Nicht vergessen, okay. Sie kommt zurück in das Kartenspiel. Wir können auch noch ein paar Mal abheben. Und jetzt soll eine Zahl zwischen 1 und 52 sagen. Sagen wir, er sagt 33, dann sind wir exakt an der Stelle. Perfekt. Gut, überbelichtet, aber man sieht's. Der Topshot von Leonard Green. Liebe Freunde, heute ist es soweit. Heute erkläre ich euch den Leonard Green Topshot. Eine Technik, nach der ihr mich seit Jahren fragt und ich euch seit Jahren sage, ich muss weiter üben, 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 Erfahrung sammeln, damit ich euch wirklich Tipps geben kann, wie ihr das Ganze vernünftig hinbekommt. Jetzt ist es soweit. Ich würde sagen, ich kriege den mittlerweile hin, auch wenn ich auf das Video gar keinen Bock habe. Okay, doofes Wortspiel, dass ich das nach Jahren immer noch witzig finde. Auf in die Ego-Perspektive, let's go. Matthias Berger, Das hier ist der Leonard Green Topshot. Falls ihr Leonard Green noch nicht kennt, bitte beschäftigt euch mit ihm. Ein unglaublicher Zauberkünstler, technisch auf einem überirdischen Niveau. Das ist eine wirklich anspruchsvolle Technik. Ich habe Jahre gebraucht dafür, das Ganze zu meistern, beziehungsweise auch nur ansatzweise. Es wird euch viel Übung kosten. Bitte habt Geduld und gebt nicht auf. Übt das wirklich über Jahre hinweg. Es wird anfangs überhaupt nicht gut funktionieren. Seid bitte nicht frustriert davon, sondern bleibt am Ball. Es lohnt sich wirklich. Als Grundvoraussetzung hilft es euch, wenn ihr den Cardini Color Change könnt. Also diejenigen von euch, die den Cardini Change können, die sparen sich einen Schritt, den sie einüben müssen. Cardini Change war der hier. Nehmen wir mal das Pik Ass und es verwandelt sich in den Herzbuben und der Herzbube verschwindet. Okay, der war jetzt ein bisschen laut, aber die Grundvoraussetzung ist dieselbe. Schritt 1, ihr haltet das Deck im Mechanics Grip. Ja, für alle Karten-Neulinge, ihr solltet jetzt sowieso nicht anfangen, euch hiermit zu beschäftigen, übt lieber einen vernünftigen Double Lift. Aber das Deck liegt im linken Daumenballen, Zeigefinger liegt an der äußeren kurzen Kante und hier die drei Finger. Ja, das ist der Mechanics Grip. Um jetzt den Topshot bewerkstelligen zu können, müssen wir das Deck etwas weiter in unsere Hand sinken lassen, denn unsere Finger sollten nicht hier an der Kante liegen, sondern unser kleiner Finger muss jetzt hier rübergreifen können, über die Ecke drüber, ja, also von hier nach da. Und dazu hilft es, das Deck etwas weiter unten zu greifen sozusagen. Ja, also nicht hier, sondern es etwas abzusinken. Für den Cardini Change würden wir ja jetzt diese Bewegung hier machen. Und davon müssen wir theoretisch ganz schnell weg. Weil wer denkt, als wäre es ein Cardini Change, schafft den Topshot nicht. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Das erste, was wir tun, ist, wir bauen Spannung auf das Deck auf. Wir haben zwei Punkte auf den Karten, wo wir die Spannung darauf bringen. Und zwar der Daumen und unser kleiner Finger. Unser Daumen wandert jetzt hier zur oberen linken Ecke und der ist wirklich genauso wichtig wie der kleine Finger auch. Der Daumen wandert hier rauf und übt wirklich auf der Kante der Karten. Ich kann es schwierig erklären. Der Daumen übt auf der Kante der Karten hier Druck aus. Ja, das heißt, dieses Stückchen Haut hier, dieses Stückchen Fleisch, das hier übersteht, das drücke ich von oben auf die oberste Karte drauf. Okay? Gleichzeitig übt mein kleiner Finger unten Druck auf das gesamte Kartenspiel aus. Das Deck biegt sich jetzt also etwas. Ja, das Deck biegt sich. Wir ziehen hier etwas runter. Das ganze Kartenspiel steht jetzt unter Spannung. Und der Bewegungsablauf, damit die Karte sich jetzt löst, ist folgender. Ich ziehe mit dem kleinen Finger Stück für Stück die Karte hier raus, bis sie dann von meinem Daumen wegschnellt. Das hier müssen wir erstmal üben. Dass die Karte jetzt so sich von unserem Daumen ablöst. Also unser Daumen übt hier oben Druck aus, der kleine Finger unten. Zack. Das müssen wir erstmal üben, dass die Karte sich vom Daumen loslöst. Ja, also. Genau so. Das müssen wir jetzt üben. Das wäre ja jetzt hier der Ablauf des Cardini Change. Also wenn wir hier jetzt ein Doppel hätten, dann würde das für den Color Change sorgen. Ja, weil wir hier exakt das hier tun. Aber beim Cardini Change stoppen wir mit diesen beiden Fingern hier die Karte. Ja, sie soll ja nicht wegfliegen. Der Zuschauer soll ja nicht sehen, dass sich eine Karte vom Deck entfernt. Sondern wir wollen sie hier bremsen. Und das ist genau der Denkfehler und genau das Problem, was mich Jahre gekostet hat für den Topshot. Weil ich mir so unglaublich diszipliniert antrainieren musste, dass diese beiden Finger nicht bremsen. Der Griff ist jetzt nämlich folgender. In dem Moment, wo ich die Karte hier loslösen will, in dem Moment, wo sie hier hochschnellen soll, muss ich diese beiden Finger beiseite bringen. Genauso auch den Zeigefinger. Das heißt, ich strecke diese drei Finger aus und bin in diesem Griff, dass nur kleiner Finger und Daumen Kontakt zur Karte haben. Und ihr seht schon, wenn ich die Finger nicht beiseite räume, dann kann ich die Karte 90 Grad zum Deck bewegen, weil genau 90 Grad bremse ich. Wenn ich die Finger aber wegnehme, dann kann ich hier viel weiter gehen. Da kann ich komplett die Karte rotieren.
Und das ist essentiell für den Top Shot. Ich kann ihn leider nicht langsam erklären. Was jetzt passiert, der Moment des Schusses, der lässt sich nicht langsam erklären und das ist das Problem für mich jetzt. Aber ich übe Druck aus, ich entferne meine Finger und in dem Moment, in dem sich die Karte vom Daumen löst, ziehe ich den kleinen Finger komplett weg und strecke auch den kleinen Finger aus, sodass jetzt keine Finger mehr der Karte im Weg stehen. Also in dem Moment des Schusses ist mein kleiner Finger losgelöst und ausgestreckt, ja? Das seht ihr, oder? Ich ziehe hier also runter und im Moment des Schusses geht mein kleiner Finger weg und streckt sich aus. Dadurch kann sich die Karte vom Deck entfernen. Diejenigen von euch, die jetzt sagen, ey, ich habe sehr trockene Finger, die werden jetzt feststellen, man hat gar nicht immer genug Grip, um diese Karte hier rüber zu ziehen. Es hilft also, wenn ihr sehr trockene Hände habt, cremt ihr euch 2-3 Stunden vor der Kartennutzung ein. Guck mal, es ist so warm in diesem Raum, dass die Thermokarte einfach sich auflöst, weil ich fürs Video die Klimaanlage mal ausmachen muss, weil sie sonst so laut ist. Also trockene Finger sind fatal. Ihr braucht Grip an den Fingern. Ich habe das Glück, ich habe in 90% der Fälle immer exakt genug Feuchtigkeit an den Fingern, dass ich beispielsweise auch hier so ein Angel machen könnte oder eben einen Topshot. Jetzt zum Üben könnt ihr die Finger einfach anhauchen, also relativ nah an den Mund und schon habt ihr mehr Grip. Oder was auch helfen kann, ist, ihr könntet Wachs nehmen von einer Kerze, einfach Kerzenwachs und damit etwas über euren Finger drüber gehen. Auch dann habt ihr mehr Grip in eurem Finger und das auch für eine gewisse Zeitperiode. Schwierigkeiten, vor denen ihr jetzt auch stehen werdet, ist, ich habe gar nicht genug Kraft, das Deck so hart zu biegen. Wenn das der Fall ist, trainiert weiter, fangt vielleicht mit weniger Karten an und nach tastet ihr euch voran, über Wochen und Monate hinweg. Ihr müsst jetzt hier im Prinzip eine völlig neue Muskulatur in euren Unterarmen bilden, die ihr vorher noch gar nicht so ausgeprägt hattet. Das ist immer die Grundschwierigkeit dabei, wenn man so eine neue Technik lernen will. Also das ist die Schussbewegung, so schießt ihr eine Karte von links nach rechts. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffe ich es, dass sie kontrolliert in meiner rechten Hand landet? Da müsst ihr experimentieren. Experimentiert, wo liegt das Deck in eurer Hand? Experimentiert damit, wie weit weg ist die Hand und wie neigt ihr die linke Hand? Seid ihr gerade, also parallel zum Tisch oder parallel zum Boden? Wie landet sie dann? Neigt ihr das Handgelenk etwas hierhin? Also das ist jetzt völlig übertrieben, aber rotiert das Handgelenk etwas nach innen? Wie fliegt die Karte dann? Habt ihr dann Schwierigkeiten? Kommt ihr besser klar, schlechter klar? Ich habe für mich festgestellt, wenn ich die Karte face-up haben will, dann muss ich relativ nah dran sein mit meiner Hand. Und weil das kacke aussehen würde, wenn die nur so ein paar Zentimeter hier fliegen würde, mache ich es gerne so, ich bin weiter weg und im Moment des Shots bewege ich meine Hände aufeinander zu. Dadurch passieren zwei Dinge. Erstens, im Moment des Shots bin ich nah dran und fangen sie dadurch face up. Und das, was ebenfalls passiert, und das ist richtig, richtig toll, die große Bewegung hier versteckt diese kleine Bewegung hier. Ihr kennt das, das habe ich euch ganz oft schon erklärt. Große Bewegungen verstecken kleine Bewegungen. Und das Schöne ist, wenn ich solche großen Bewegungen mache, dann sieht der Zuschauer gar nicht, dass ich so von oben eine Karte rüberschieße, was den riesigen Vorteil hat. Ich könnte sagen, okay, sag irgendeine Zahl zwischen 1 und 52. 20, okay. Und der Zuschauer erkennt gar nicht, dass die Karte von oben kommt. Gut, durch die Kamera sieht man es vielleicht ein bisschen besser, aber glaub mir, im Real Life mit euren echten Augen, da sieht es wirklich krass aus. Also man erkennt im Real Life, wenn ihr es schnell und flüssig könnt, erkennt man gar nicht, dass die Karte von oben kommt, wenn ihr hier dieses Spielchen macht. Große Bewegung, die kleine Bewegung versteckt. Wenn ihr möchtet, dass sich die Karte komplett rumdreht und face down landet, dann habe ich festgestellt, für mich persönlich, ich muss die Hände weiter auseinandernehmen. Und auch meine Kraft ändert sich ein bisschen, die Schnelligkeit, mit der ich die Karte wegziehe. Wenn ich will, dass sie sich komplett dreht, muss ich sie noch schneller ziehen als sowieso schon. So habe ich zumindest das Gefühl. Das beschreibt es ganz gut, ob es jetzt ein 2 gekommen, das kann auch manchmal passieren, aber ja, die Top-Karte ist face down gelandet. Wenn ihr mehrere Karten schießt, kann es daran liegen, dass ihr zu alte Karten benutzt. Es kann auch daran liegen, dass ihr zu viel Druck ausübt. Was euch da vielleicht helfen könnte, wäre, das Kartenspiel so etwas nach rechts zu neigen, weil ihr dann wirklich nur die eine Karte hier rüberzieht. Und wenn ihr so den Block parallel übereinander habt, dann kann es mal eher passieren, dass man mehr als eine zieht. Aber es passiert, je mehr ihr übt, eigentlich wirklich selten. Also, dass ich mehr als eine Karte schieße, passiert ganz, ganz selten. Aber ja, wenn meine Hände etwas weiter auseinander sind, habe ich das Gefühl, dass in 90% der Fälle die Karte ganz entspannt face down in meiner Hand landet. Die Sache ist, was dabei auch noch hilft, wenn sie face down landen soll, ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera gut erkennen könnt, wenn ihr die Hand mit dem Deck höher habt als die Auffanghand. Dadurch hat die Karte nochmal einen längeren Weg in der Luft, verbringt mehr Zeit in der Luft und kann sich komplett drehen. Also ich bin nicht parallel auf derselben Höhe, sondern ich hebe im Prinzip die Hände so auseinander.
die Deckhand weiter oben, die leere Hand weiter unten. Das ist jetzt natürlich völlig übertrieben hier für euch im Video. Aber ja, das ist so gefühlt das, was passiert, damit die Karte länger in der Luft bleibt und face down in meiner Hand landet. Nicht immer werdet ihr die Karte auffangen. Sie wird euch runterfallen, sie wird neben eurer Hand landen, sie wird zu weit nach unten, zu weit nach oben schießen, über das Ziel hinaus. All das ist wirklich Feintuning, das ist Übungssache. Ihr könnt euch wirklich stolz auf die Schulter klopfen, wenn ihr es schon schafft, eine einzelne Karte so rüber zu schießen. Wenn ihr das schon einmal geschafft habt und wenn ihr das auf Abruf schafft, dann seid ihr schon bei 90% vom Ziel angekommen. Ob sie face up, face down landet, wie schnell, wie lange sie in der Luft bleibt, ob ihr sie jedes Mal auffangt oder ob sie mal daneben landet, das ist Feintuning. Das braucht dann natürlich auch nochmal viel Zeit, aber immerhin habt ihr dann schon mal die Grundtechnik. Ja, also ihr könnt euch wirklich stolz auf die Schulter klopfen, wenn ihr es zumindest schon mal schafft, einzelne Karten vom Deck wegzuschießen. Das, liebe Freunde, ist der Leonard Green Top Shot. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Wenn es nicht direkt klappt, nicht frustriert sein. Üben, üben, üben. Übung macht den Meister. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr zu einem neuen Vlog. Bis dann, euer Matti und ciao.